Hallo, herzlich willkommen. Ich bin der Samtex Wookie und ich begrüße euch herzlich zu dem neuen Halo. Kam heute raus und ich wollte euch ein bisschen was zu erzählen. Ja, jetzt gibt es erstmal Faust ins Gesicht. Ist so geil. Und ja, es ist nur ein kleiner Vorgeschmack von mir. Also wir starten natürlich von vorn dann, oder ich werde die Videos, ich werde kein typisches Let's Play machen, euch mit Sachen um die Ohren hauen von Videos, was keine Sau interessiert. Ich werde Videos bringen, wo ich mir schwer tue, wo ich denke, da werdet ihr vielleicht auch hängen, oder wenn ich Sachen finde, wie die ganzen Schädel zum Beispiel und so weiter. Das wird alles folgen. Jetzt mache ich nur das kleine Video hier mittendrin. Entschuldigung, dass man ein bisschen was erzählen kann. Ja, das ist circa die Mitte von der dritten Mission und wir spielen es auf Legendär. Und jeder, der was Halo gespielt hat, der weiß, was Legendär bedeutet. Das ist wirklich, das ist nicht so typische Schwierigkeitsstufen wie jetzt bei den ganzen COD-Teilen. Da kannst du aber die Veteranstufen kannst du wirklich bloß lachen. Das ist ja, da zockst du hier in 2, 3, 4, 5 Stunden zockst du es eigentlich durch. Oder hast du es durchgespielt. Die letzten Teile war ja jetzt wirklich nicht so schwer. Da ist Halo ein bisschen anders. War es schon immer. Und da ist wirklich Legendär noch Legendär. Gut ist natürlich, dass man jetzt wiederbelebt werden kann von seinen Teamkollegen. Sie müssen halt in der Nähe sein. Das hat einen bestimmten Zeitfaktor. Wenn der verstrichen ist oder der Kollege zu weit weg ist, dann stirbst du. Und ja, neue Waffen gibt es einen ganzen Haufen neue. Da, zack, schon wieder am Boden. Und ja, Waffen gibt es einen ganzen Haufen neue. Dann Charakteren habe ich gesehen, neue Spielmodus online natürlich. Die Grafik lässt nichts zu wünschen offen, aber die ist wirklich saugut. Waffenzielfaktoren, also gibt es wirklich einen ganzen Haufen Neues. Ja, und aufpassen. Der trifft dich ein, zweimal, ist das ganze Schild weg. Er ist so brutal. Wo ist er denn, Kollege? Ich weiß gar nicht, wie viele Versuche ich hier gebraucht habe. Also, ich habe das Video extrem gekürzt. Das ist jetzt bloß bei mir ungefähr 500 Minuten lang. 500 Minuten nur in diesem Raum, wo ihr seht, wie ich zwei Jäger am Kämpfen habe. Ich glaube, in Wirklichkeit waren es, oh, keine Ahnung, ich glaube, dreiviertel Stunde oder irgend sowas. Ich hatte vorhin mal einen weg und dann den anderen auch fast und dann bin ich doch noch gestorben. Und dann gibt es natürlich zwischendrin keinen Kontrollpunkt, kein Wiederbeleben, gar nichts. Und dann war der Kollege zwar weg zum Wiederbeleben und dann war es vorbei. Ja, nicht so schlimm. Das wollte ich euch bloß zeigen. Ich hoffe, ihr habt das Halo, spielt das und gefällt genauso gut wie mir. Ich habe mir gerade zum richtigen Zeitpunkt einen neuen Fernseher geholt. Ich habe 4K TV Curve und da ist das Bild einfach nur brutal. Macht noch ein bisschen mehr Spaß. Ja, aber sonst glaube ich, bin mir sicher, dass das auf normalen Fernseher auch gut ist. Also schlecht war Halo nie für die Grafik. Ich hoffe, ihr holt euch das Game, die meisten Menschen haben. Und ja, haut rein, schreibt mir vielleicht, was euch am Halo gut gefällt. Findet ihr es gut? Findet ihr es scheiße? Meinungen sind gefragt. Einfach kommentieren. Vielleicht geht euch auch mein Gelaber auf den Sack. Alles ist möglich. Einfach schreiben und ich werde mich dann bemühen, das besser zu machen oder dass es euch besser gefällt. Je nachdem, was ihr haben wollt. Schreibt mir in die Kommentare und ja, haut rein. Ciao. Und immer fleißig Halo zocken. Viel Spaß. Euer Wookie.
durch die Lüftungsschächte kommen wir zum Reaktor.